kommen und es war in Sicherheit und Oswald bereit, Frieden zu schließen. Ich betete zu den Göttern, dass dieses Blutvergießen bald ein Ende finden würde und ich meine Männer endlich nach Hause führen könnte. Ich begann zu verstehen, dass Vitalion guten Grund hatte, diesen Krieg zu hinterfragen. Wie viele Soldaten hatten ihr Leben für diesen sogenannten Sieg gegeben? Ich zumindest hatte genug Blut vergossen. Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Wise, Son of Rome. So, wo sind wir jetzt? Ach, vor dieser Burg, wo sie... Jetzt haben sie wahrscheinlich Commodus zurückgebracht. Commodus hieß er doch, oder? Der Sohn des Kaisers. Statthalter, ich bringe euch Oswald, König der Briten. Er hat der Rebellion abgeschworen. Er will sich der Herrschaft Roms fügen und von nun an nur noch für den Frieden zwischen unseren beiden Völkern kämpfen. Hoheit Commodus, alles, worum wir bitten, ist eine gerechte Behandlung meines Volkes. Als Ebenbürtige. So dass wir alle in Frieden leben können. So dass wir alle in Frieden leben können. Der Friedensvertrag aus Rom. Naja, immerhin schließen sie einen Vertrag und dann ist das ein aufgezogener Frieden, aber immerhin Frieden. Der Wille des Kaisers! Der Frieden des Kaisers! Fehlt nur noch das Zeichen des Königs auf dieser Schriftrolle und wir können diese verdammte Insel verlassen. Euer Kaiser, mein Vater. War England kein guter Ort, um stationiert zu sein bei den Römern? Und gerecht. Okay, das ist kein Vertrag, das ist ein Dolch. Das ist natürlich doof. Dies ist das Siegel des Kaisers. Es ist der Ausdruck seines. Und der graue Typ da, den haben wir doch damals auch schon in Macht Roms. Am Strand gesehen. Erhebe dich. Ganz schön tätowiert, wa? Von die Stirn. Also die Haare, der abrasiert, dass er so die hohe Stirn hat, oder hat er einfach das Beste draus gemacht, dass er Haarausfall hat? König Oswald, hier ist dein Frieden. Nein! Das ist scheiße. Du wagst es! Dreckiger, stinkender Hund! Du wagst es! Na, nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal. Viermal stechen. Siehst du, was passiert, wenn man mir trotzt? Ich hab 8-mal zugestochen, ganz schön brutal. Der Kaiser war's. Wie vor ihnen. Wie kamst du denn da jetzt drauf? Jetzt! Ich meine, es wird wahrscheinlich stimmen, aber. Worauf wartet ihr noch? Auf die Knie! Jetzt ist nicht die Zeit, Boudica. Der hat dieselbe Kraft wie die Frau, die gelbe da. Ich bin ein Gott! Sind das wohl gut und böse? Also er ist der Böse und sie ist gut?
zum Hafen! Metallian! Bringt diesen rebellischen Abschaum unter Kontrolle! Haltet die Stadt, keine Gnade! Also er verpisst sich jetzt und wir müssen jetzt mit der Meute klarkommen. Ist auch eine geile Sache. Jede Frau, jedes Kind abschlachtet! Und auf eure Gräber festen! Verstärkt die Mauern! Er tut's natürlich, ne, aber ich denke, er ist auch nicht glücklich mit der Situation. Schließt die Tore! Wir müssen ihre Armee um jeden Preis draußen halten! Ich übernehme hier. Kümmere dich um die Mauern. Arius, wir brauchen Zeit. Halte den Feind auf, solange du kannst. Wir müssen alle unsere Zivilisten zum Hafen bringen. Tu alles, was du kannst. Ich treffe dich am Gerichtsgebäude. Nun geh! So, also die Festung halten und dann am Gerichtsgebäude treffen wir Vitalion. So, wir gehen auf Fokus, weil der leer ist. Gesundheit ist ja voll. So, dann gucken wir uns mal hier um. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Wir müssen hier hoch. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Okay. Was haben wir hier? Irgendwas zu gucken? Ruckelt ein bisschen, er lädt noch ein bisschen Assets nach wahrscheinlich. Return! In Stellung gehen! Pfeilhagel auf mein Zeichen! Ja, 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 ja. Oh, da hinten kommen die ganzen Truppen. Steh uns bei. Es sind zu viele. Das hab ich noch nie gesehen. Soldaten, eine große Schlacht erwartet uns. Sie stehen vor unseren Toren, um uns alles zu nehmen, was wir haben und was wir lieben. Sie sind entschlossen, uns alles zu rauben. Zeigen wir ihnen, was wir dazu zu sagen haben. Schützen! Feuer öffnen! Whoa. So. Kein Belagerungsturm wird die Mauer erreichen, aber der Beschuss der Belagerungsmaschinen wird andauern. Aber wenn die Belagerungstürme die Mauer erreichen, dann haben wir es hier auf der Mauer aber mit Soldaten zu tun. Dann, jetzt kommen keine Soldaten da rein, aber die Burg wird zerstört. Und das können wir wieder auf. Das können wir wieder aufbauen, so überleben vielleicht mehr Männer. Wir nehmen das. Ballisten, flacher Weg, kurze Distanz. Trefft ihre Türme und Soldaten. Bleibt nah der Zinn. Sobald ihre Leiter den Stein berühren, treten wir runter. Da kommt sie! Wir hätten auch noch. Um. Hey. So, ich lasse mir die Leiter wegkicken. Und runter mit dir! Ich nehme das mal mit. Ganz schön laut. Nee, Belagerungstürme, weg damit. Zielt auf die Belagerungstürme und Soldaten. Ja,
Weg mit der Leiter. Hier oben kommt bestimmt auch wieder einer an. Weg damit. Da ist wieder einer. Feuer! Deck mich! Weg. Hier oben ist keiner, okay. Was ist euer Befehl? Deck mich! Feuer! Ja, du hast einen Pfeil im Kopf, Junge. Hier haben wir noch eine. Ja, die machen wir auch noch weg. Ich gehe mal ein bisschen auf Heilung wieder. Deckungsfeuer! Machen wir auch noch eine Leiter. Bewegung! Haltet euch aus dem Explosionsradius raus! Bringt so nichts. Ja, machen wir weiter, die Belagerungswaffen. Immer weiter. Türme und Soldaten. So, abwarten, ob wieder Leitern kommen. So. Dann wird es ein bisschen langsamer. Klappt ja gut. Oh, jetzt haben wir ihn, den kleinen Dicken. Bring mal die Leiter mal wieder runter hier. Hier ist noch eine Leiter. So, die Schützen machen die anderen ja kaputt jetzt. Wo ist noch einer? Deckungsfeuer! Und
Da sind noch zwei Leitern. Jo, geschafft. Oh. Holt die Männer! Das Südtor ist gefallen. Die Stadt wird überrannt werden. Bringt diese Menschen zu den Schiffen. Ja, Herr. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter, wo wir her müssen. Ich weiß es nur nicht. Ich glaube, du musst den Hafen erreichen. Gibt es einen anderen Weg? Ja, Herr. Durch diese. Oh, da ist noch was. Dann gehen wir hier mal durch. Die Briten kommen! Die Briten kommen! Ich werde dich nicht verlassen! Ich bin ein Schwert und ich werde diese Schweine selbst aufhalten! Hier ist noch einer? Hilfe! Wer schreit hier? Schützen! Oh. Unten bleiben! So gespeichert. Centurio, wirf ihn ins Feuer. Das sind mir gar keine Ende hier, die sind. So, jetzt haben wir den ersten zumindest mal. So, und den zweiten. Hier noch was? Hier noch was? Nein, ich komme hier hoch. Oh ja, kann ich. Okay, ab zum Hafen. Was ist noch eine Leiche? Hier liegt wieder viel rum. Und hier kommt der Centurio, um den Römern den Tag zu retten. Schickt ihn auf den Grund der Us. Muss ich jetzt her? Hier scheinbar durch. Kann ich gar nicht. So, und die kriege ich auch noch. Du bist ja nur ein Bogenschütze, du hast wahrscheinlich im Nahkampf nicht so die Erfahrung. Hier durch? Jetzt kann ich vielleicht hier durch. Vielleicht muss ich die beiden Gegner einfach noch töten. Bevor dieser Weg freigeschaltet war. So, machen wir erstmal den hier. Der sieht größer aus. Mehr hier?
Nächster Part hier. Schrei nicht so rum, ihr werdet doch alle gerettet. Wahrscheinlich. Hier ist es ein bisschen warm. Sorry, geht nicht. Okay, das Ding muss ich wieder wegschieben. Ich glaube, ich muss hier hoch. Schätze ich mal. Ja. Hier ist falsch. Komme ich da ein bisschen hoch? Aua. Okay, der eine ist weg. Zurück! Römer! Auf ihn! Mein Fokus ist ja voll. Setzen wir uns einfach hier durch, scheißegal. So, liegt noch was? So viel Tod. So viel Blut. Italien ruft zum Rückzug. Wir müssen zurück zum Gerichtsgebäude. Teddy, hier wäre vielleicht noch was, aber... Oder auch nicht. So, Gerichtsgebäude. Herr, wir stecken hier fest. Ihre Schützen haben sich verschanzt. Diese Barbaren wollen einfach nicht aufgeben. Ja, dann kann ich jetzt wieder die Gruppe anführen. Und los. Ich habe einige verloren gerade. Ich habe zu spät bin ich in die Deckung gegangen. Ihr da! Treibt alle Überlebenden zusammen und zieht euch zurück!
Der Rest hält diese Brücke zum Rückzug offen. Ich suche Vitalion beim Gerichtsgebäude. Ja, Herr! Gehe ich hier richtig rum? Das kommt mir irgendwie falsch vor. Okay. Ah, nee. Jetzt bin ich extra hier runtergegangen, um noch eine Schriftrolle zu finden. Hätten wir auch leicht übersehen können. Kann ich das da oben abschießen? So, ich dachte, ich muss hier runter. Dann muss ich hier lang? Hier ist bestimmt auch noch was. Ja, hier sind auf jeden Fall so ein paar Speere. Hier kann ich auch noch gucken. Na, guck mal. Hier geht's auch noch runter. Ich kam ja von da oben. Ne, ich kam doch von hier, okay. Hier ist falsch. Hier geht's lang. Ne, von hier komme ich doch. Ach, da ist eine Leiter, okay. Da wird ordentlich gekämpft da hinten. Mal eben schauen. Finde hier nichts mehr, glaube ich. Ich habe auch schon gut was gesammelt hier im Level. Ob das jetzt alles war, weiß ich nicht. Hier kommst du nicht vorbei, Na doch, komm ich wohl, siehst du ja. Und jetzt hier. Oh, jetzt komm ich wollte da hoch. Falschen Knopf gedrückt. Das geht endlich da hoch jetzt. Er barrikadiert diesen Eingang. Wir müssen uns für den nächsten Angriff abnehmen. Was ist das denn? Salat. Ich will kein Gemüse. Ich will Fleisch, niemals Salat. So, jetzt hier hoch.
Marius, komm, folge mir. Die Götter verschaffen uns eine Atempause. Geh durch, oder was? Nur wir beide? Ich soll auch dir folgen, nicht du mir. Oder willst du erst vorgehen? Okay. Ich kann die Tür nicht aufmachen, ich bin unter dir. York ist verloren. Wir müssen so viele unserer Männer hier herausbekommen wie möglich. Der Fluss ist der einzige Ausweg. Wir bringen sie auf das Schiff aus Rom. Es ist gepanzert und wird allem widerstehen, was die Barbaren zu bieten haben. Nein, sie müssen auf den anderen Booten unterkommen. Commodus und seine Wachen sind mit dem Kriegsschiff geflüchtet. Sie waren als Erster am Hafen und haben auf ihrer Flucht Frauen und Kinder weggestoßen. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Wir sind von allen Bezirken abgeschnitten und versuchen, die Brücken zu halten, aber die meisten von uns wurden evakuiert. Gut. Wenn alle in Sicherheit sind, werden wir York mit dem letzten Boot verlassen. Verstanden? Ja, Herr. Marius, hier lang. Wir müssen hiervon berichten. Am besten dem Senat. Commodus wird für seine Taten büßen müssen. Richtig. Übernimm das Kommando, Marius. Erreiche unsere Männer auf der Brücke und bring sie zurück. Ich kümmere mich um die Evakuierung. Ihr da! Zurückziehen! Wir holen euch hier raus. Ich nehme den Skorpion und gebe euch Deckung. Ihr da! Zieht mich zum linken Ufer zurück! Zieht, Männer! Los! So, los! Oh, haben wir doch geschafft. Das war knapp, dass ich das überlebt habe. Du rennst schon fast an einem Wunder. Geh, Marius! Ich halte sie auf, bis das Schiff fort ist! Nein! Ihr müsst gehen! Ihr müsst leben! Der Senat wird euch anhören! Ihr seid der Kommandant, Sie müssen! Nun geht! Gebe also mein Leben. Thank you.
Frau weitermachen. So, weiter geht's hier. Oh, geht das wohl bis auf 100? Ich habe keinen Fokus mehr. Ich kann den Fokus nicht mehr benutzen. So. Ja, geschafft. War ein harter Kampf. Und ich häng jetzt hier. Und noch. Oh. Aber ich bin ins Wasser gefallen. Ich lebe wahrscheinlich noch, oder? Damokles war ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn. Nemesis, die Rachegöttin, gestattete Damokles als Rachegeist auf die Welt zurückzukehren. Als Centurio, in pechschwarzer Rüstung, der die Generäle, die ihn verraten hatten, bis auf den letzten Mann auslöschte. Damokles. Oh.